Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei TV Thuring Schweinfurt. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Das kann sich lohnen, zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Die Leute, die in Altenheimen und Pflegeheimen arbeiten, die wollen ja die Zeit nicht am Schreibtisch verbringen, sondern die wollen ja die Zeit am Menschen verbringen. Das muss ja auch unser Antrieb sein. Mehr Zeit beim Menschen, weniger Zeit am Schreibtisch. Von daher ist es sicher notwendig, dass man überlegt, was muss eigentlich dokumentiert werden, kann man das nicht reduzieren. Es geht ja letztlich darum, das ist Sinn der Dokumentation, die Qualität der Pflege in den Pflegeheimen zu sichern. ISA 2. Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Es kann nicht sein, dass man über Jahre, über Jahrzehnte große Gewinne abschöpft. Und dann, wenn es um die Beseitigung und um die Altlasten geht, dass man es dann der Allgemeinheit aufbürden will, sondern das ist die Verantwortung der Energiekonzerne, auch für den Rückbau der Kernkraftwerke zu sorgen. Ich denke, es ist richtig, dass die selber Rücklagen erwirtschaften, Rücklagen bilden, dass die in einen Fonds überführt werden, damit auch sichergestellt ist, dass das Geld tatsächlich zur Verfügung steht. Und ich denke, der Rückbau wird uns sehr viel Geld kosten. Insgesamt. Aber dieses Geld sollen diejenigen aufbringen, die auch die Gewinne eingestrichen haben. Und das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, kommende Woche wieder hier bei TV Thuring Schweinfurt.